Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 mit unserer Sieghardinger Dynastie und dem neuen Grafen Albrecht, den Sohn von Ebert, in der vierten Generation. Ja, und letzte Folge haben wir die Jagd begonnen nach dem weißen Hirsch und wir hoffen natürlich, dass wir diesen dann auch erledigen können. Ansonsten nichts. Ah, doch, wobei, wir sind ein Befehlshaber der Alemannen, unseres Lehnsherrn, der immerhin 1160 ja, Einheiten befehligt, und das ist ja schon mal was ganz Gutes. Der kann. Ja, wir können ihn so eigentlich. Naja, eigentlich nicht. Nein, wir können ihn eigentlich nicht leiden. Weil seine Domäne zu groß ist. Okay, wir werden erstmal weitermachen und schauen, was so passiert. Unsere Nachbarländereien, ja, das ist unser Lehnsherr. Leiningen, okay. Würzburg. Nürnberg. Und dann haben wir hier noch Bamberg. Alle momentan eher stärker, außer Fürstenberg. Oh, da hatten wir letztens noch einen anderen Herrscher, glaube ich. Wobei, nein, ich glaube, oder? Ich weiß nicht. Doch, egal. Ja. Wir haben momentan jetzt eher, ja, und da kommt schon was. Sehr schön. Die Arbeiten in Württemberg schreiten unter den Argus-Augen eines Meisterarchitekten gut voran, welcher mich unter seine Fittiche genommen hat und mir alles, was er über den Gebäudebau weiß, beibringt. Dieses Wissen wird mir bei meiner Arbeit sehr hilfreich sein. Oh, ausgezeichnet. Das wollten wir ja sowieso ändern. Weil wir im Moment ja nichts, und ist das ein bisschen kontraproduktiv. Und Paul Winfried hat wieder eine Tochter bekommen. Er würde sie Ingelrude nennen. Ich denke mal, diesmal wird er sie Gambara nennen. Zu Ehren seiner Frau. So, Gambara. Sehr schön. Aber er möchte doch einen Sohn haben. Tja. Gucken wir mal, ob er das überhaupt schaffen wird. Sie ist immer noch kränklich, die kleine Sophie. Ah, der Paul Winfried wird jetzt erstmal. Und meine Frau ist schwanger. Sehr, sehr schön. Das ist doch wunderbar. Da bekommen wir noch ein Kind. Gute Nachrichten, O Fürst. Wir haben glaubwürdige Berichte erhalten, dass ein großer weißer Hirsch vor kurzem in der Provinz Württemberg gesichtet wurde. In unserer Provinz. Sattelt mein Pferd. Oh ja. Wir wollen diesen Hirsch haben. Die Küche ist ein gieriges Ding, das immer mehr Almosen will, aber ich habe tiefe Taschen und es ist für einen guten Zweck. Joa. Wir sind ja religiös. Dann können wir auch ein bisschen Geld entbehren, wenn die Kirche das Geld braucht, natürlich. Damals wurden natürlich da noch keine Fragen gestellt oder irgendwie sonst was. Das kam ja erst viel, viel später. Oh. Meine Gattin Theodorada war gebannt von der Anmut und Stärke der Jagdwille und bat mich um einen Vogel. Oh, was für ein Vogel würden wir. Ja. Wieso nicht? Und sie ist. Ja, stimmt, ist ja schwanger. Holen wir einen Bussard. Erstmal ein kleines Vögelein. Wobei Bussard jetzt auch nicht so klein ist. Aber ein Falke wäre ein bisschen übertrieben, denke ich. Oh, ihr habt eure Getreuen und eure Jagdhunde versammelt, das Pferd gesattelt und die Waffen vorbereitet. Nun seid ihr bereit, die Jagd auf den weißen Hirsch zu beginnen. Dies verspricht eine großartige Jagd zu werden. Oh ja, sehr schön. Vielleicht schaffen wir das ja wirklich. Wieder ein neuer Kardinal. Was uns aber eigentlich relativ wenig interessiert, muss ich mal gucken, wo man das alles einstellen kann. Naja, egal. So. Oh. Jagd und Aufspüren des Tieres erweisen sich als schwierig und langwierig. Doch nach zwei Tagen schafft ihr es schließlich, den weißen Hirsch in einer Sackgasse zwischen zwei Felsen in die Enge zu treiben. Das große Tier ist euch ausgeliefert und sieht euch mit klugen Augen an. Plötzlich werdet ihr in seiner enormen Schönheit gewahr. Okay. Sein Kopf wird meinen schmücken, oder ein solches edles Tier kann ich nicht töten. So, jetzt müssen wir überlegen. Töten wir das Tier? Oder töten wir es nicht? Ah, das ist jetzt so eine Sache. Wir sind tapfer, fleißig, ehrlich, gemäßigt.
Reicht uns einfach, das Tier gejagt zu haben, oder wollen wir es töten? Das kann man hier auch schwierig rauslesen. Tapfer, das heißt ja jetzt nicht, dass direkt alles umgebracht wird. Und fleißig heißt jetzt auch nicht, dass irgendwas direkt umgebracht werden muss. Gemäßigt, ja, das heißt jetzt, dass wir nicht unbedingt... Ich glaube, wir werden es nicht töten. Wir werden es nicht töten. Weil es so wunderschön ist. Und wir sind jetzt als Jäger bekannt. Graf Albrecht, der Jäger. Wunderschön. Super. Ja, ich denke, da haben wir einen Wink von Gott bekommen, dass wir dieses Tier nicht töten sollen, weil es irgendwas Besonderes ist. Und wenn Gott es so will, dann werden wir es nicht tun. So, wieder ein neuer Kardinal. Sehr, sehr schön. Ansonsten schauen wir mal, was unsere Kinder machen. Da noch nichts. Hier auch noch nichts. Und die können noch nichts machen. Was irgendwie relevant wäre. Und unsere Geschwister. Anastasia ist schwanger. Sehr, sehr schön. Die ja dann zwei Kinder von zwei verschiedenen Ehemännern hat. Auch interessant. So, ansonsten Sigihelm. Der hat sich jetzt mal erstmal zur Ruhe gelegt. Und wir haben ein Kind bekommen. Und zwar würde er ihn dann Arnold nennen. Arnold, okay. Schauen wir uns mal an. Steht nichts dabei. Jetzt müssen wir überlegen. Wir könnten ja mal schauen, wen wir denn so alles so gut leiden können. Von unserem Hof. Ulrich, genau. Wir nennen ihn Ulrich. Wie gesagt, Namensvorschläge könnt ihr immer mal wieder gerne machen. Die schaue ich mir gerne an. Könnt ihr auch gerne eine Begründung dabei machen oder wenn einfach ein Name einfällt, einfach Name rein. So. Da haben wir noch einen Lohn bekommen. So, wir werden jetzt mal weiter schauen. Unsere Geschwister, Paul Winfried, und wir haben hier wieder ein Kind. Und zwar diesmal von unserer Schwester. Ja, lassen wir Frieda. Da werden wir jetzt keinen Einfluss drauf nehmen. Die Schwester kann das ruhig so nennen, wie sie möchte. Und unsere Tochter darf jetzt heiraten. Madeleine, ja, geht's natürlich nicht, aber wir machen es dann so. So, sehr schön. Da sind die jetzt verheiratet. Das heißt, die Kinder werden aber nicht mehr aus unserer Dynastie kommen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Man muss ja nicht immer alles Madeleine, ja. Verheiraten. Wir könnten jetzt versuchen, ein Bündnis zu schmieden. Würden sie nicht machen. Grundzurückhaltung zu hoch. Okay, da müssen wir vielleicht nur ein bisschen warten. Weil Bündnispartner haben wir eigentlich so kaum. Ich guck mal hier. Können wir da? Nicht Angriffspakt? Ja, nicht Angriffspakt. Sehr schön. Und wir haben unsere Beziehung mit dem Papst verbessert. Sehr, sehr schön. Hat er jetzt... Können wir sogar ein Bündnis schmieden und würde auch annehmen. Ja klar, das ist ein Herzog. Sehr schön, da haben wir jetzt ein Bündnis mit Ioan von Pisa. Ha. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Schauen wir mal weiter. Hier. Können wir mit dem vielleicht ein Nicht-Angriffspakt? Nein, natürlich auch nicht. Sind wir jetzt erstmal auf Bündnissuche. Barbert Konstantinos. Ja, ich glaube, mit hier können wir das nicht machen. Doch. Was? Kaloman macht mit uns einen Nicht-Angriffspakt? Oh. Aber bevor wir jetzt erstmal hier weitermachen, Humbert Sieghading. Unser Sohn, der von Paul Winfried erzogen wurde, ist erwachsen geworden. Schaut euch bitte diesen Bart an. Also... Ich hab's ja schon mal, ich hab ja schon den Bart von Albrecht gefeiert. Aber der war, oh man, wunderbar, so. Das ist echt, oh man. Schauen wir uns erstmal seine Fähigkeiten an. So, er ist wohltätig, Er ist aber gleichzeitig auch hinterlistig, gütig, gemäßigt und stolz. Das wäre schon ein Charakter,
Boah, der könnte schon ein bisschen fieser werden, aber nicht insgesamt. Also an sich wieder ein sehr, sehr guter Charakter. So. Wir werden jetzt erstmal eine Frau für ihn suchen. Und wenn mal pausieren, damit wir da auch schön gucken können. So, Texche, Höflingen, Tergon. Die ist wahnsinnig, die holen wir uns nicht. Nein. So, Agilo, Prinzessin von Asturien. Ist die Schwester des jetzigen Herrscher von Asturien, was hier ist. Hier. Ist wohltätig, ehrlich, faul, stolz, feige. Hat einen starken Anspruch auf Asturien. Okay, interessant. Brunhilde, Höfling von Venedig. Ist die Tochter des Dogen. Okay. Auch interessant. Eventuell nicht mal so verkehrt. Ein religiöser Eiferer, das würde uns dann natürlich auch passen. Sie ist ehrlich, ist auch gut. Ehrgeizig ist schon wieder so eine Sache, wobei das gar nicht mal so verkehrt ist in dem Bezug mal. Und ansonsten stolz. Sie da. Nein, sie natürlich nicht in der Erbfolge drin, aber egal, das wäre ja nicht die Voraussetzung. Amalfrida. Albartergini. Warte, da haben wir doch schon jemanden. Irgendjemand aus dieser Dynastie ist er doch schon mit irgendjemandem verheiratet. Nicht mehr sicher. Glaube ich doch mal. Theodorada, nein. Aber doch hier, Theodorada. Nein. Irgendeine andere Theodorada dann. Auch nicht. Ha, da verwechsel ich sie mit dem anderen. Und jetzt müssen wir erstmal unseren Sohn wieder nehmen. Der wohl bis jetzt den epischsten Bart von allen hat. Aber egal. So, schauen wir mal wieder. So, Wolf Gifu. Derby. Ja, gut. Ist jetzt ein bisschen weit da oben. Ansonsten, wen haben wir denn sonst hier noch? Susanna. Susanna ehrgeizig, zornig, will. Nein. Das ist ja nichts. Wen haben wir hier? Helene. Grausam, willkürlich, zufrieden, feige, wohltätig, gefräßig, stolz. Ja klar, nee. Auch nichts. Und dann haben wir noch Anemetia. Sie ist schüchtern und willkürlich. Ah. Wenn wir doch jemand von hier oben nehmen, und zwar nehmen wir hier am besten, wen nehmen wir hier? Ah ja, das ist jetzt so eine schwierige Sache. Ich denke Brunhilde, die Tochter von Venedig, also können wir auf jeden Fall machen. So, dann werden wir hier mal weitermachen. Und wir haben ja jetzt einen Nicht-Angriffspakt mit Kaluman, auch sehr schön. Sie haben jetzt geheiratet. Wir waren gerade am Gucken von Paul Winfried, was da so los ist. Ja, wird er jemals einen Sohn bekommen? Wir wissen es nicht. Wir können ja hier schon, oh Gott, wie viele Ehebünde wir haben. Wieso haben wir... Hier war irgendwo eine Konkubinin von irgendwoher, wo ich mir dann auch... Ja, hier war... Das. Achso, das ist ja. Ja, Bündnis haben wir ja mit ihm. Was ja gar nicht so verkehrt ist von Pisa. Müsste dann hier sein. Ja. Sehr schön. Also, falls man wirklich mal jetzt militärisch da irgendwo vorgeht, haben wir auf jeden Fall schon mal einen Bündnispartner, was ja gar nicht verkehrt ist. So, ansonsten schauen wir nochmal hier bei den Geschwistern nach. Hier zum Beispiel nicht Angriffspakt können wir machen. Sehr schön. Zachlumia. Wunderbar. Und können wir ein Bündnis schmieden? Ja, können wir. Sehr schön. Gut, der wird dann hier hinten irgendwo sein. Nein. Doch hier. In Kroatien. Sehr schön. Das ist doch toll. Also jetzt haben wir auch mal so ein bisschen... Bündnisse erstmal
ausgearbeitet. Können wir eigentlich ein Bündnis mit Venedig machen? Das wäre ja mal... Ah nein, nicht Dankrespekt. Nein, 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 will ich nicht sprechen. Bündnis... Was? Ein Bündnis mit... aber hallo, sowas von. Jetzt haben wir ein Bündnis mit Venedig. Gut, ist hier nur so ein kleiner Mini-Inselstaat so. Aber... Das ist egal, Venedig ist machtvoll und hat Geld ohne Ende normalerweise. Also das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Also Bündnisse haben wir schon mal genügend, beziehungsweise drei. Ja. Aber immer können wir mit Karloman ein Bündnis machen? Nein, das geht natürlich nicht, weil er unser Oberlehnsherr ist sozusagen. Aber was soll's. Aber schön, dass unsere Kinder jetzt auch erwachsen werden. Als er ist ja normalerweise an zweiter Stelle, der Humbert. Oh, oh, oh. Ich fühle mich nicht gut. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich brenne vor Fieber, meine Nase läuft und mein Kopf fühlt sich an, als probiere jemand einen neuen Schmiedehammer daran aus. Ich will sterben. Oh Gott, wir sind krank. Oh mein Gott. Und wir sind gerade mal 39. Unser Vater ist mit 57 gestorben. Gut, das sind noch 26, nein, 28 Jahre, aber trotzdem. Wie gesagt, Humbert an dritter Stelle. Vierter Stelle Maria Runilla, dann Theodorada und Sigi Helm. Ja, sogar unser Bruder ist noch in der Rangliste drinnen. Und Paul Winfried. Geht's auch gut. Was macht unsere Schwester Anastasia? Moment, nichts. Naja, aber wir sind erstmal krank, also hoffentlich sterben wir jetzt nicht dran, weil das wäre schon... Gut, es klingt nach einer Erkältung, nach einer Grippe, aber die können ja mal in der damaligen Zeit erheblich schlimmer sein. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen werden... Werde ich erstmal pausieren. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Crusader Kings 2 mit der Sieghardinger Dynastie und unserem guten Albrecht. Und wir hoffen natürlich, dass wir noch etwas länger mit ihm spielen können. Und ansonsten würde ich sagen, das war's dann von eurem Kompass Bambuso.